Das Diakonissen-Stiftungskrankenhaus bietet jungen Menschen die Möglichkeit, einen Beruf fürs Leben zu finden. Pflege. Abwechslungsreich, sinnvoll, menschlich. Die dreijährige Ausbildung ist aufgebaut in abwechselnde Theorie- und Praxisphasen. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler das in der Schule erlernte Wissen direkt in der Praxis umsetzen und anwenden. Seit 2004 bieten die pflegerischen Schulen die gemeinsame Pflegeausbildung an. Dabei werden Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Dies hat den Vorteil, dass im Rahmen der Ausbildung ein sehr breites Spektrum der Pflege kennengelernt werden kann. Das sind Aljoscha und Jessica, zwei Auszubildende der pflegerischen Schulen. Ich bin Jessica Schäfer. Ich bin 23 Jahre alt und mache meine Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus in Speyer. Für mich war immer klar, ich möchte unbedingt was mit Kindern machen. Allerdings war ich auf der Suche nach dem gewissen Etwas. Nun bin ich in der medizinischen Richtung gelandet und habe mein gewisses Etwas definitiv gefunden. Ein weiteres Kriterium für meine Berufswahl war auch, dass ich Sinnvolles tun möchte. Ich möchte abends im Bett liegen und wissen, ich habe was Gutes getan. Und das ist in der Pflege definitiv der Fall. In jedem Theorieblock werden verschiedene Lernfelder behandelt, die Physiologie, Pathologie und alle relevanten Pflegemaßnahmen beinhalten. Ziel für jeden Schüler ist es, eine umfassende Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zu erwerben. Ich heiße Aljoscha Kubitz, bin 23 Jahre alt und Auszubildender in der Gesundheits- und Krankenpflege und Student des Studienganges Pflege Dual. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich denke, dass die Pflege ein sehr vielseitiger Beruf ist mit vielen Perspektiven, der sehr zur Genesung und Gesunderhaltung von Menschen beiträgt. Die Auszubildenden werden im Krankenhaus in den verschiedensten Facheinrichtungen eingesetzt. Darüber hinaus lernen sie die Bereiche der Psychiatrie, der ambulanten und stationären Langzeitpflege kennen. Somit erhalten sie einen Einblick über die verschiedenen Arbeitsfelder und die Vielfältigkeit der Pflege, in denen sie nach Abschluss der Ausbildung tätig werden können. Das Besondere an der Ausbildung in Speyer ist der ambulante Wahleinsatz. Der ambulante Wahleinsatz ist ein Einsatz, in dem wir uns selbstständig in einem Bereich bewerben können, der uns interessiert, der nicht von der Ausbildung vorgegeben ist. Im täglichen Umgang mit Patienten und Angehörigen ist Einfühlungsvermögen und Kontaktfreudigkeit wichtig. Neben Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein, zum Beispiel bei der Dokumentation oder Medikamentendosierung, ist eine gute psychische und körperliche Belastbarkeit notwendig. Teamfähigkeit ist ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal in der Pflege, denn nur im Team wird professionelles Arbeiten möglich. Einzelne Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler können parallel zur Pflegeausbildung an der Hochschule Ludwigshafen in 8 Semestern den umfassenden dualen Bachelor-Studiengang Pflege absolvieren. Dieser Studiengang vertieft die zukünftigen Anforderungen und Herausforderungen für professionell Pflegende im Gesundheitswesen. Wir haben eine Lernstation. Auf der Lernstation ist es so, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr gut betreut werden durch freigestellte Praxisanleiterinnen. Sie haben die Chance, langsam an die professionelle Pflege herangeführt zu werden, erhalten kontinuierliches Feedback, um sich weiterzuentwickeln und können so gute Pflege kennenlernen. Als Besonderheit des Modellprojekts wird die Möglichkeit der Zweitqualifikation angeboten. Neben dem gewünschten Berufsabschluss ist es möglich, nach einer 6-monatigen Verlängerung eine zweite Berufsqualifikation zu erwerben. Somit kann man in 3,5 Jahren Ausbildung 2 Berufsabschlüsse erlangen. Die Ausbildung am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus in Speyer ermöglicht allen Auszubildenden einen qualitativ hochwertigen Start ins Berufsleben. Während der Ausbildung lernen die Schülerinnen und Schüler an den pflegerischen Schulen sowohl praktische Fähigkeiten als auch insbesondere die Beziehung zu Menschen in den Fokus zu nehmen. In den 3 Jahren erlernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Pflege als einen Beruf zu sehen, sondern erkennen, dass Pflege mehr ist als ein Beruf.